Hallo, Sie haben es ja schon gehört, mein Name ist Alina Fleisch, bin aber Vegetarier. Ironie meines Lebens. Mein Text heißt, wann fängt mein Leben an? Und ich hoffe, er gefällt Ihnen. Warten, Tag für Tag auf den Start des Lebens. Wann fängt mein Leben an? Mein Kind, jetzt fängt der Ernst des Lebens für dich an, sagte Mama, als ich in die Schule kam. Noten habe ich geschrieben, weil die wichtig waren. Dann ging es weiter, denn jetzt wird es weiterführend nicht leichter. Jeden Tag der gleiche Weg. Der Ast, der mir jeden Morgen vorm Gesicht hängt und den ich genervt aus dem Weg streiche. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich nicht weitergehen sollte. Vielleicht sollte ich umkehren und das tun, was ich wirklich will. Nein, so ein Quatsch. Was bildest du dir ein? Du sollst in der Schule sein. Hier wird deine Zukunft bestimmt. Also, Schule absitzen und hoffen, dass die Zahlen auf diesem bedeutenden Papier, das sich Zeugnis nennt, einigermaßen Mama und Papa gefallen und hoffen, dass sie für die Zukunft reichen. Denn jetzt geht es los. Natürlich studieren, was auch sonst. Fängt jetzt mein Leben an? Kann ich, wie in diesen Filmen mit meinen Freunden, die gleichen Interessen haben wie ich, auf dem Campus vergnügt lernen und am Wochenende die Nacht zum Tag machen, wie in den Musikvideos tanzend und den Einkaufswagen mit lauten Lieblingsliedern durch die Nacht ziehen, mein Leben genießen und mich frei fühlen? Nein, mein Turm von Büchern und Mahnungen, ich solle mehr lernen, wird immer größer. Und ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht raus. Stickig und verpestet ist die Luft, in der ich hier sitze. Der Staub aus den alten Büchern, die ich wälzen muss, schnürt mir die Kehle zu. Ich drohe zu ersticken. Stell dich nicht so an. Doch wann fängt mein Leben an? Die Uni endlich hinter mir. Doch was nun? Reicht mein Studium, um diesen Job zu bekommen? Den, von dem ich schon lange träume? Natürlich! Jetzt fängt mein Leben an. Jetzt kann ich meinen Traum leben. Der Turm wird immer kleiner, denn jetzt kann ich Geld verdienen. Diese bunten Scheine, die alles bedeuten, mit diesen immer größer werdenden Zahlen darauf. Die bunten Scheine sind wichtig. Jetzt dürfen sie wichtig sein. Denn jetzt kann ich das tun, was alle tun. Arbeiten! Das Haus, das ich mir mit meinem Partner aufgebaut habe, kann abbezahlt werden. Die Kinder können glücklich spielen, denn ich habe ihnen ein glückliches Leben ermöglicht. Komme Tag für Tag von der Arbeit zurück nach Hause, wo mein Liebster liebevoll mich mit einem Kuss begrüßt. Das Essen steht schon bereit und der Tag wird mit meiner wundervollen Familie verbracht. Im Park spielen die Kinder Ball und ich genieße das Picknick. Genieße, wie mein Mann mich im Arm hält, das Geborgensein, die Liebe, die er mir gibt. Ich bin angekommen, mein Leben hat begonnen, jetzt ist es perfekt. Habe ich nicht etwas vergessen? War da nicht eine Jugendliebe, über die ich nie hinwegkam, als ich herausfand, dass sich nicht nur meine eigenen Brüste gut anfühlen, jede Nacht, die ich zum Tag machen wollte mit meinem Freund Wodka, die Länder, die ich sehen wollte, Spanien von ganz oben und das Karibikmeer bis zum Grund ertauchen. Ja, ich habe es vergessen, denn das alles brauche ich nicht mehr. Ich habe eine Familie und einen festen Job. Es ist perfekt. Nein, ist es nicht, denn vielleicht geht es gar nicht darum, dass das Leben anfängt. Vielleicht tut es das nie und vielleicht ist dieser ganze Bullshit, den wir hier fabrizieren, die Blumen, die wir pflanzen, damit Leute aus ganz Deutschland hier antanzen, die ganzen Chancen, die wir verstreichen lassen, um etwas Großes aus uns zu machen. Vielleicht ist das alles nur eine Vorbereitung dafür, wenn es richtig losgeht, wenn wir vor dem großen Tor dessen stehen, der uns auf diesem Planeten aus Müll und Verpestung gesetzt hat. Das Tor, vor dem wir alle am Ende stehen. Und wenn ich jetzt sagen würde, geht da raus und lebt euer Leben und tut das, was ihr immer tun wolltet,
dann würde ich euch nur verarschen. Denn das wird eh nie jemand von euch tun, weil es immer etwas geben wird, was es noch zu erledigen gibt. Die Frage ist nur, wann gehst du durch das Tor und wann erkennst du, was du eigentlich hier verloren hast und wofür du dir das alles, was du tust, antust? Dankeschön.